Und ein herzliches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir es endlich auf den Hügel geschafft, nach einigen Widrigkeiten. Und nun, was ist das? Das ist, Hui! Oh, sogar unter Wasser, das ist natürlich, ist ein Improvement. So, ich wollte hier gucken, kann man? Das ist nichts Magnetisches, okay. Dann machen wir uns jetzt auf dem Weg zum vierten Schrein. Ich bin gespannt, ob er uns zum Schreien bringt. Witzig. Gut. Dann haben wir eigentlich Tumisoke-Schrein. Aha. Und dann haben wir eigentlich alle vier Schreine. Und dann dürfte uns der alte Mann mal das Parasegel geben. Ich bin gespannt. Das erinnert so an den Paraschal, fällt mir gerade ein, aus Skyward Sword. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich bin gespannt, was erwartet uns nun für eine wundervolle Technik. Ich habe ja mit Entzünden gerechnet. Ups, Verzeihung. Also ich, perfekter Block. Ah. Oh. So, entzünden wäre jetzt praktisch. Dann bräuchte man wahrscheinlich keine Feuerscheine mehr. Was ist hier los? Ach, wir dürfen... Wir können Wasser heben. Ja, ich sehe es jetzt schon. Wir können Wasser erheben. Soll zugeprüft werden. Ja, okay. Säulen aus Eis. So, mal wieder illegale Downloads. Wir kennen das ja. Drrr. Wundervoll. So, und uns fehlt noch das Kryo-Modul. Okay. So, kann ich jetzt Family machen? Also, könnte ich vielleicht auch Gegner kryonisieren? Ach, je. Reicht das? Ich kann da hochklettern, okay. Okay. Okay, ich kann hier. Also wie viel kann ich denn gleichzeitig machen? So, ich halte schon mal Ausschau nach der Kiste. So, kann ich jetzt. So, ah, ich kann ja... Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Lass mal los. So. Ich kann doch bestimmt hiermit das Ding anheben, oder? Ich mach den mal weg. Aha. Lol. Kaputt geboxt. Antike Feder. Okay. Achso, hier kam ich her. Wo ist fragliche Kiste? Wie komme ich... Aha. Jetzt kann ich hier hochlaufen. Das ist ja mal mega geil. So, da sollen wir hin. Wo ist die Kiste? Hier ist immer noch irgendwo eine Kiste. Kiste! Kiste, wo bist du? Kann ich die Platte mitnehmen? Ist die magnetisch? Nee. Keine Kiste. Ich komme sehr spanisch vor. Irgendwo dahinter vielleicht? Nee, okay. Hier muss doch noch irgendwo eine Kiste sein.
So leicht kann man mich doch nicht verarschen. Offenbar doch. Das wäre natürlich witzig. Kryo-Modul. Tada! Keine Kiste? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Da ist eine Kiste. Ja, hat mir gut funktioniert. Mal direkt so. So, was haben wir da drin? Reiselanze. Yay. Wieder was zum Fighten. Können wir hier zufällig direkt hoch? Es geht wohl nicht. Okay. Na, natürlich. So, machen wir mal wieder so. Dann haben wir das. Dann gucken wir noch mal. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Juhu! Nummer 4. Juhu! Heißt, wir können jetzt auch beten gehen. Mein Dienst ist erfüllt, möge Göttin Hylia dir beistehen. Ja, wir können jetzt auch beten gehen, denn da wurde auch gesagt, wir könnten, wenn wir 4 Stück haben, dahin. Also, mal gucken. Ja, runde Bomben rollen runter. Das ist ein Gesetz der Physik. Das gehört sich so. So. Ach, der Alte wieder. Von wo? Nun hast du in allen Schreien auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Es ist soweit. Link, es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Was? Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen die 4 Schreien. Dort, wo sich diese Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Hast du verstanden? Es ist wahrscheinlich, ist jetzt nur so eine Vermutung. So, waren die Schreine jetzt? Da? Da? Nee. Da? Da? Da. Also ungefähr hier, Zitadelle der Zeit. Oder vergessenes Plateau. Achso, wir können uns eine eigene Markierung machen. Das ist ja cool. Okay. Was ist dies für eine Kiste? Oh ne, warte mal, das überleben wir nicht. Das sehe ich jetzt schon. So. So. Ein Opal. Wir finden haufenweise Edelsteine und ich habe keinen Plan, was man mit den Dingern machen soll. Oh, das war knapp. Oh, verdammt. Ah, ich hasse es.
Das war nicht mein schlauestes Werk. Verdammt. Ich bin in dem Zelda-Spiel noch nie so oft und schnell hintereinander Game Over gegangen. Einfach weil ich zu doof bin. Unfassbar. Habe ich jetzt das Ding schon bekommen? Opal? Hatte ich jetzt schon bekommen? 4 Stück? Also wahrscheinlich schon. Okay. Nun gut. Dann... wo war nochmal der Eingang zum ganzen Areal hier? Da hinten war noch ein eingefrorenes Eisdingen. Uah. Schneebälle, Schneebälle, Schneebälle. Wo war das nochmal genau? Das war... irgendwo da hinten, da. Kommen wir da denn so einfach hin? Ist jetzt die Frage aller Fragen. Und ist da was Spannendes drin? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ich versuch's mal. Mit Feuerpfeilen. Aha. Na, oh, du hast mich entdeckt. Tschüss. Okay, alles klar. Weiß Bescheid. So. Hauptsache Schnee kann er senkrecht hochlaufen. Ist okay. Muss man so hinnehmen. So, wir gehen jetzt mal hinten rum nach unten. Und dann vermutlich so So, können wir damit irgendwas tun? Wie diese Schneeball. So, Selbstläufer. Keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat. Wir gehen mal hier hoch. Sieht mir aus wie ein Areal, was es wert ist zu erkunden. Sehr, sehr kalt und naja, es ist halt nicht sehr, sind nicht die idealen Lebensbedingungen. Und wir gucken mal, was oben auf der Spitze ist. Da muss ja irgendwas geben. Sonst wäre da ja kein Berg. Das ist die Herangehensweise, mit welcher ich hier arbeite. Guck mal, da sind schon mal irgendwelche Lanzen. Und Vogel. Das sind alte Bäume. So. Olle Bäume. Okay, hier ist wohl noch irgendwas. Könnte ich bestimmt umlatzen, aber ich wüsste nicht wozu. Da gehen wir auch gleich sofort hoch. Ich gucke mich nur erstmal hier hinten um. Ob es hier noch irgendwelche Monstren gibt, die man hauen kann. Offenbar nicht. Okay. Dann rauf auf den Berg, wenn das funktioniert. Ich bin noch nicht gänzlich überzeugt, aber Versuch macht klug. Ich weiß gar nicht, was heißt denn diese Stimmenmodul da unten, was man da sieht. Ist das links? Ist das links Laute oder? Ich besteige den Mount Everest. Da oben liegt ein Stein. Bernstein.
Ich bin ganz oben, Alter. Der hat Aussicht. Da unten ist noch was. Könnte unter Umständen auch tödlich sein. Schauen wir uns gleich mal an. So, können wir damit noch irgendwas machen? Ist da noch irgendwas drunter? Kann ich das kaputt sprengen eventuell? Jetzt nur mal so. Probe halber. Geh mal einen sicheren Abstand. Tut sich nichts dran. Okay, dann gehen wir erstmal nach da unten. Wo war das jetzt? Da. Wahrscheinlich irgendwas super tödliches. Ich sehe schon kommen. Steinkreise sind immer schlecht. Hm. Oder machen halt gar nichts. Schade. Ich dachte, das wäre wie bei... Oder ich muss den Stein da hinlegen. Das kann natürlich auch sein. Hä? Ah, das hat mich entdeckt. Noch einen Samen. Tschüss. Mit sowas habe ich schon gerechnet. So. Hast du deinen Steinkreis? Jetzt bist du zufrieden. Ja, dann gehen wir hinten. Wo wollen wir jetzt hier? Wir wollen hier runter, ne? So bergtechnisch haben wir jetzt ja alles gesehen. Wir können noch weit nach hinten durchgehen, aber da sparen wir uns mal und gehen hier lang. Wir können ja irgendwann nochmal zurückkommen, so ist es ja nicht. Folgenende naht auch schon bald. Muss ja mal aufpassen, dass die Folgen nicht zu lang werden. Und nicht, dass er schlecht wäre, aber ich muss das ja auch noch irgendwann alles schneiden. Und aufnehmen, Zeit zum Aufnehmen brauche ich ja auch noch. Ach Gott. Nö, nö. Nö, nö, nö. Das war nicht so gut. Verdammt! Verdammt! Ah, hör auf. Hör auf. Und nochmal. So. So macht man das hier. Wo kann man jetzt weg? Wir kamen da hinten weg. Dann können wir uns auch mal das Schiff angucken, was da rumlag. Oder den Wasserfall. Bestimmt gibt es irgendwas hinter dem Wasserfall. Ist ja fast immer so. Aber erstmal gibt es wieder euch, ne? Ja. Oh. Na toll. Na toll. Na toll. Jetzt sag mir nicht, wir starten wieder bei dem Tempel. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte irgendwo unten, aber nicht beim Tempel. Beim Tempel. Wie viele Krogsamen haben wir? Kann ich hier irgendwo nachgucken? 6. Okay. Scheint wohl noch zu passen. Dann machen wir uns einfach auf den Weg nach draußen. Oh Gott. Schwupp. Ich laufe jetzt einfach mal stumpferweise. Wir können auch mal eine Bombe werfen. Wie wär's denn damit?
so. Hahaha. Ha, ha. Was ist denn das? Ein Vogel. Bin ich wieder im blöden Schleimsinn verreckt, ey, das ist doch. Haha. Gut, dass wir so einen großen Explosionsradius haben. Das macht meine Sache ein bisschen einfacher. Oh. Okay, hier ist einfach mal. So, ist da eine Höhle? Da ist eine Höhle. Höhle! Gibt's hier was? Da sind zwei Kisten. Das sind mehrere Kisten. Das ist ein Schwert. Soldatenschwert. Wir bekommen Feuerpfeile. Und wir bekommen Holzpfeile. Und wir bekommen andere Pfeile. Ein Stachelbockbogen. Okay. Jetzt frage ich mich, kommen wir mit dem Kryo-Gedönse da einigermaßen gut rüber? Ich würde mich äußerst freuen. Oh weia. Mindestens bis zum Boot. Oh, geh doch wieder raus. Mensch. Halt. Was war das denn? Gleich. Na komm, na komm. Na. Halt, halt. Oh, langsam, langsam. So, dann kommen wir so rüber. Okay. Bisschen näher ran. So. Oh. Ah, geht noch. Halt, halt, halt. Und hopp. So, aber da. So. Oh, das ist. Mann! Können wir irgendwie nah. Irgendwie hier so. Jawohl. Okay, dann können wir darüber springen. So, ich will nur mal eben rüberkommen. Ah. Na, na. Das ist sehr schlecht geplaced. Ich muss mal eben hier. Ab wo geht's?
ist genau on point. Okay. So, und jetzt wieder rüber. Gleich haben wir es geschafft. Gleich zwar der halbe Tag rum, aber wir haben es geschafft. Na, komm. So, gleich. Wir haben es geschafft. So, noch eben das Gebiet wechseln. Mach halt auf. So, Eisenhammer ist auch wieder durch. Ist ja wieder grandios. So. Irgendwas anderes zum Hauen. Bockstock. Hey, komm her. So. Haben wir es jetzt. Gut. Ist jetzt mal Ruhe hier. Dann würde ich sagen, wir haben wieder viel zu lange gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Part geht es dann zur Zitadelle der Zeit. Ich, ja, bis dahin.